So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Alexander Straub. Es hieß, ich soll mich vorstellen. Deshalb herzlich willkommen zur Kompetenz aufs Ohr hier mit eurem Lieblingszauberer, dem kompetentesten Zauberer des Landes, wenn nicht sogar der ganzen Welt, möchte ich sagen. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe ein kompetentes Pärchen an meiner Seite. Und zwar, Thomas, stell dich mal vor. Richtig, sehr viel häufiger kompetent, glaube ich, in einer Vorstellung kann man nicht sagen. Ich werde es nochmal bringen. Bei Kompetenz aufs Ohr, selbstverständlich, euer kompetentester Klemmbaustein, YouTuber, das bin ich, richtig, im Herzen von Europa, in Frankfurt am Main, aus meinem kleinen Lädchen. Es ist so ein Fest. Ich habe mich gefühlt wie du diese Woche. Sag ich dir, wie es ist? Ich bin durch ein Meeting geschoben worden zum nächsten und ich muss aber sagen, ich bin wahnsinnig froh, weil denselben Run habe ich ja vor Corona auch gemacht. Das Problem ist, dass vor Corona bist du ja dann von Stadt zu Stadt geguckt, weil die Leute ja immer der Meinung waren, es ist viel besser, wenn man an einem Tisch sitzt und dieses Meeting komplett unnötig an einem Tisch in die Länge zieht, mit An- und Abreise immer 6 Tage komplett kaputt sind für eine halbe Stunde Meeting. Und jetzt ist es ja einfach so, dass man sagt, ja komm, wir treffen uns kurz in einem der 700, warum, das ist auch mein nächstes Ding, was mich ankotzt, warum normt man nicht die Meeting-Programme? Warum will sich der eine in Zoom treffen, der nächste in Teams, der nächste in Google Meets, der nächste in Brieftaubenfreunde.de? Was ist denn da los? Kann man das nicht einfach mal? Was ist mit Skype? Wo ist Skype eigentlich gelandet? Gibt's das noch? Ist das tot? Wo ist ICQ? Jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte noch die 7-stellige ICQ-Nummer und nebendran war immer Winamp offen. Wo ist meine Jugend eigentlich geblieben? Richtig, bist du heute der wütende alte Mann, ja? Reg dich das alles auf. Heute, ja. Sehr gut, du bringst Schwung in den Morgen. Das gefällt mir. An der Stelle mal ganz kurz, tut mir leid, dass ich unterbrechen muss, aber da habe ich direkt ein Trauma, was da wieder rauskommt. Thema alter Mann, jetzt pass mal auf. Das habe ich schon oft, glaube ich, angesprochen, aber noch nicht verarbeitet. Ich war im Stream von Antonia, von Reefed. Wir kennen alle Antonia, wir kennen alle Reefed. Ich glaube, die größte Streamerin Deutschlands. Ja, natürlich, jetzt, wo du sagst, täuscht. Auf jeden Fall. Ich war bei ihr im Stream, ich habe ein bisschen mit ihr gezaubert und wir haben einfach ein bisschen gequatscht, wir haben uns sehr gut verstanden, ich mag sie sehr gerne, aber dann kam ein Punkt, der uns doch gespaltet hat, möchte ich fast sagen. Sag an. Denn wir hatten das Problem, dass einer der Zuschauer, der zugeschaltet worden sein sollte, Probleme mit der Webcam hatte, Probleme mit der Kamera hatte. Kennen wir drei jetzt so nicht. Ich habe dann natürlich versucht, die Situation mit einem kleinen Gag aufzulockern, mit einem kleinen Witz die Situation zu retten und hab gesagt, Mensch, Antonia, das kennst du doch von früher, das habt ihr Mädels alle zu uns Jungs gesagt, wenn wir gesagt haben, komm, lass mal ein MSM-Webcam chatten, habt ihr alle immer gesagt, sorry, Webcam ist kaputt. Immer. Komm, kennt ihr noch, oder? Natürlich. Steff, das hast du auch bestimmt 70.000 Mal gesagt. Ja. So, ja, an der Reaktion sehe ich schon, ich habe recht. Wisst ihr, was die Reaktion von Antonia war? Hm. MSN? Sehe ich aus, als wäre ich 80? Ist klar, MSN. Ja, ja, das ist, und dann stehst du da wieder, gell, und hast wieder deinen Boomer-Joke gemacht. Keiner weiß, von was du redest. Das ist natürlich bitter. Ja, finde ich auch nicht gut. Ich muss an der Stelle sagen, du hast da zwei wunde Punkte von mir getroffen. Erstens, ich gehöre auch zum alten Eisen. Zweitens, ich habe sehr viele Meetings auf sehr vielen unterschiedlichen Plattformen mit sehr vielen unterschiedlichen Login-Daten. Ja, was soll das denn? Ich möchte das einfach auch nicht mehr und ich verstehe wirklich auch nicht, warum ich mich ständig mit diesen neuen Sachen beschäftigen soll. Warum schickt mir ständig wieder jemand eine neue Plattform? Wirklich, Leute, und warum, können wir einfach uns auf eins einigen? Warum gibt es da keine Meta-Plattform drüber? Und ich meine jetzt nicht Meta im Sinne von Facebook, sondern eine Plattform drüber, in die man sich einloggt, shit egal von was man kommt. Dass das einfach so wie eine PDF quasi ist. Es ist wurscht, ob die PDF in Word erstellt worden ist oder in Open Office oder in Apple hat sicher auch eine Art Word, irgendwas. Warum? Pages. So, Pages, danke. Es kann bestimmt auch eine PDF exportieren. So, und dann ist es doch, es muss doch eine Software geben, eine Schnittstelle, und der ist es egal, ob man sich per Discord einwählt oder welche Software, auch ob man hier einfach sein Telefon in WhatsApp auf Videocall stellt, ist doch. Es ist ein Ton, der kommt, und es ist ein Bild, das kommt. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass es. Ja, eben. Und es kann doch auch nicht sein, dass das noch niemand gemacht hat. Also, es kann doch nicht sein, dass du der Erste bist, der diese Idee hat. Ich war bei vielen Sachen der Erste, habe ich das Gefühl. Und auf der anderen Seite denke ich auch, ich bin der letzte Mensch. Also, ich bin das Anfang und das Ende. Ich bin alles, habe ich das Gefühl. Ist das richtig? Ist das, woran man das erkennt? Was denn? Ja. An deinem Pullover. Oh, hier, es ist der Beste einfach.
Es ist so schön. Oh, ist ja, das toll. Alles da. Mensch. Ich hab, muss sagen, ich habe leider heute, wie du siehst, ich habe daneben gegriffen. Ich habe leider direkt versehentlich am Held, es war noch früh, am Held der Steine-T-Shirt vorbeigegriffen. Aber rückwirkend bereue ich es natürlich. Denn ich muss natürlich auch sagen, es ist immer noch. Ich habe es jetzt einige Male gewaschen. Das weichste T-Shirt auf der Welt. Auf der ganzen Welt. Das ist, Steff greift aber auch jeden Morgen am Held der Steine-Merch vorbei und zieht was anderes an. Das ist, das, ich muss da Pech haben einfach die ganze Zeit, dass keiner meine Sachen trägt. Aber ja, ich trage sie dafür. Und ich trage sie auf, ihr habt keine Ahnung, wie lange ich das durchziehe. Und übrigens sind jetzt diese Woche ganz neue, wunderbare Designs in den Markt gekommen und sie sind sehr, sehr gut angenommen worden. Aber mal zugreifen, angreifen, zugreifen, mitgreifen, würde ich mal sagen. Aber richtig zugreifen, und ich möchte nochmal an den wunderbaren Schoko-Adventskalender vom Held der Steine erinnern, mit großartigem Federdesign. Ich sag's euch, das ist der schönste Adventskalender, den ihr jemandem schenken könnt. Beste Geschenkidee ever. Ich habe jetzt schon 37 Stück verschenkt. Das freut mich sehr. Es sind aber erst 18 und bestellt. Wie kann das sein? Ich habe die ja einfach zurücklegen lassen. Ach so, bei dir. Du hast ich sie zurückgelegt. Also das Problem ist, mein Konto ist ja, also Kevin Hart hat da so ein schönes Bit drüber. Also mein Konto ist ein bisschen schwierig aufgebaut, weißt du. Du hast zum einen hast du natürlich die Sparmaßnahmen, dann hast du das Girokonto. Jetzt ist mein ganzes Geld aber im Sparkonto. Ich muss es erst rüber transferieren aufs Girokonto, damit ich das dann bei dir bezahlen kann. Das dauert 3 bis 6 Werttage. Das ist immer das Problem. Sonst hätte ich natürlich schon lange einfach so gemacht. Und du bist wahrscheinlich, gehörst auch zu denen, die keine Kreditkarte mehr haben. Du bist jetzt auch auf Debitkarten umgestellt worden. Kreditkarten kosten Thomas. Jetzt was. Unsere kostenlosen Kreditkartenzeiten, die wir seit den frühen 2000ern Was muss ich hier alles zuhalten? Zeig nochmal. Thomas, ich möchte dir etwas zeigen. Ich weiß nicht, Steve, falls man da irgendwas blurren muss, ich weiß es nicht. Aber da muss man was blurren. Ich glaube eigentlich ganz ich ehrlich, habe einen Schock. Man sieht den sicherheitsvierstelligen Code, der ist auf der Vorderseite. Ich halte dir mal alles zu. Thomas, schau dir das mal an. Pass mal ist es auf. Unscharf? Ist es scharf? Siehst du das hier? Den Kratzer da oben. Was ist denn das? Das ist einfach abgeblättert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja gut, da lässt du dir eine neue zuschicken. Kannst du kostenlos tauschen lassen. Ja, aber mit großer, absoluter Sicherheit. Aber das hat mich schockiert. Letztens habe ich da so auf meinen Geldbeutel geguckt. Und das guckt dann immer hier so raus. Weißt du, ich habe so einen Geldbeutel. Und dann guckt es hier einfach so raus. Ich habe so einen Geldbeutel, für die es nur hören, wo man einfach so die Karten rechts, links reinschiebt. Das ist die Hölle für jede Karte. Was auch der Primärgrund, ist nicht der Primärgrund. Der Primärgrund ist einfach ein cooler Flex. Aber der Sekundärgrund war, dass diese Karte eben aus Metall ist und dadurch nicht, dachte ich, kaputt geht, wenn die in so einem Teil drin ist. Falsch gedacht, meine hat eine schöne Schramme auf der Vorderseite von einem Tankautomaten. Von einer Tür? Nee, von einer. Oder versucht das einzubrechen? Was heißt der versucht? Ich hier habe so eine Karte. Ich habe versucht einzubrechen. Ja, das ist so, wie ich nicht jagen gehe. Ja, das ist das alles, was das Potenzial des Versagens drin hat, mache ich nicht. Auf jeden Fall, das dementsprechend, bevor ich mal wieder töten war, habe ich getankt und das war so eine Selbstbedienungszapfsäule und da habe ich die Karte reingestopft und dann kam die mit einer Schramme wieder raus. Habe ich mir auch gedacht, na, herzlichen Dank, ja, aber jetzt hast du dieses abgewetzte Ding am Start, aber trotzdem, es geht um den metallischen Sound. Ich übergebe auch nicht mehr in die Hand die Karte, ich schnicke sie immer auf irgendeine Oberfläche, wo sie Geräusche macht. Klüpp. Richtig, genau. Man kann auch nicht unangenehmer wartend auf sich aufmerksam machen, als wenn man zum Beispiel an so einer Rezeption mit dieser Karte einfach so auf die Tischoberfläche klopft. Ja, also ich sehe schon, sie haben genau das Klientel mit der Karte angezogen, das sie haben wollten. Genau. Es gibt wenig, was mehr auf weite Entfernung Arschloch schreit. Doch, wir haben ja auch die Klamotten dazu an. Also von daher, es passt. So exakt. Genau, also deine Woche war schön. Ich sehe schon, alte weiße Männer regen sich wieder über die Technik auf. Wunderbar. Ich habe tatsächlich Abenteuer erlebt. Passt mal auf, ich hab Sachen gemacht. Ich hatte unseren lieben Fotografen, der ja auch hier sich für den Schnitt verantwortlich zeichnet, den Kreativ da, und wir haben Fotos gemacht, neue. Ich habe eine neue Fotostory gestartet und möglicherweise werde ich die auch demnächst in einen Adventskalender, Foto-Adventskalender vielleicht im nächsten Jahr verarbeiten, dass ich auf die Idee gekommen bin, ich hatte es vielleicht mal in einem Nebensatz erwähnt, dass ich Produkte des Hauses Lego in Szene setze. Und, aber wieso? Ich bin schon immer drauf gekommen, die haben mich inspiriert. Lego hat mich inspiriert, das ist eine sehr schöne Firma, die bei mir sehr viel auslöst. Und diese Firma hat es perfektioniert, auf ihrer Webseite
zu jedem Produkt nochmal Fotos zu machen, die nicht nur das Produkt zeigen, meistens sind es ja irgendwelche Ränder oder so, irgendwas, sondern sie setzen die nochmal in Szene in einer häuslichen Umgebung. Und das ist so wahllos, was die dort treiben, da ich gedacht habe, scheiße, das kann ich toppen. Ich bring's noch wahlloser. Ich werde jetzt versuchen, im Vordergrund ein Lego-Set zu haben und entweder interagiere ich damit, eher sinnlos, oder ich mache dahinter etwas. Und diese Fotoreihe, glaube ich, wird ganz neue Maßstäbe setzen. Ich glaube es auch. Ja, ich habe gesehen, vor einigen Tagen, Wochen, Monaten. So vor 10 Tagen habe ich das erste gepostet. Früher. Habe ich gesehen, dass du den Stark Tower in der Pfanne hattest. Richtig, den habe ich in die Pfanne gehauen. Da dachte ich dran, ich dachte noch, ich würde ihn schön salzen und das Salz mir über den Unterarm laufen lassen. Aber ich habe gedacht, das passt nicht ganz zu mir. Auf einem Foto sieht es auch schöner aus, wenn ich mit der Pfeffermühle komme und habe dann noch den Infinity-Handschuh noch verarbeitet auf meinem Hackbrett. Ich fand, das hat sehr gut gepasst. Da habe ich mal interagiert mit einem Lego-Set, aber ich werde auch es einfach nur in den Vordergrund stellen und dahinter Dinge verrichten. Ja. Das, für alle Zuhörer, die jetzt nicht so ganz genau wissen, geht mal auf diese Seite. Ihr könnt aber auch auf jede andere Seite gehen. Alex, du kennst das bestimmt, wenn du auf ein Produkt kommst und dir dann anhand eines Bildes erklärt wird, weißt du, so der Serviervorschlag. Wie man dieses Produkt. Und du denkst dir, keiner. Einfach keiner. Und Lego sagt dann ja. Und dann entstehen Bilder, wo du denkst, warum steht dieses Set da? Es hat nichts mit der Szenerie zu tun, nichts. Und das hat dann Thomas dazu bewegt. Und wir haben uns diese Seite so oft angeguckt. Und da muss man einfach sagen, Hut ab für den Webseitengrafiker. Ja, früher war da wieder alte Leute Sachen. Das war ja im Katalog auch immer so. Mhm. Ja. Die Katalogbilder sind auch grandios. Ich habe mir auch mal irgendwann überlegt, ob ich mir so einen alten Katalog noch mal irgendwo, ich hoffe, dass sie irgendwo noch gibt. Und dann einfach so einen alten Katalog rausholen, so einen alten Otto-Katalog oder Quelle. Kennst du noch Quelle? Neckermann war ja auch mal irgendwann da. Brauchst du nicht. Tipp von meiner Seite, ganz aktuell, Blättle von Aldi, Lidl und Schibo. Wirklich, die sind immer noch ganz weiter vorne. Also wenn du dir denkst, was sind das für Produkte, Mann? Guck dir das Bild dazu an, dann weißt du es immer noch nicht, aber du hast Spaß. Und gerade so diese Besonderheit, wenn, als Beispiel, ist völlig egal, also jetzt aus dem Blättle rausgegriffen, es wird ein neuer Schlafanzug beworben und natürlich ist man mit dem Schlafanzug an der frischen Luft und natürlich tut man damit Dinge. Ganz normal. Aber der Radius mit dem Schlafanzug, der kann auch bis in Aldi führen. Das ist gar kein Wort. Apropos Aldi. Apropos Aldi. Sicher? Okay, ich habe so viel Redezeit eh schon. Hier, passt mal auf, apropos Aldi. Zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Zum einen, Aldi hat sehr, sehr leckere Macarons. Möglicherweise habe ich heute Morgen direkt Nachschub geholt. Steff, kauf du auch noch Nachschub, dann haben wir noch mehr. Also ich habe Nachschub gekauft, das wird auch angeschleppt später. Sehr, sehr lecker sind die, kann ich nur empfehlen. Und tatsächlich verblüffend günstig, man bekommt 10 Stück für 3 Euro irgendwas. Sehr, sehr lecker. Und ich war dort heute Morgen und ohne Faxen, ich habe gedacht, ich bin jetzt auch so, kennt ihr das von einem Apple Store, wenn die da stehen, um irgendwie morgens um 4 Uhr den besten Platz in der Schlange zu kriegen? Ja. So kam ich mir vor bei dem Aldi. Ich war da, glaube ich, zwei Minuten vor Öffnung dort. Ich hatte meine 3 Pfandflaschen in der Hand. Ja, ich musste ein bisschen weiter wegparken von meinem Laden, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Das heißt, ich war näher am Aldi als an dem Laden. Und dann habe ich gedacht, komm, du hast hier eine Dose rumliegen und ich trinke morgens gerne solche Smoothies. Und die haben ja neuerdings auch 25 Cent Pfand drauf und davon hatte ich 3 in der Karre rumfliegen. Und da habe ich gedacht, komm, die nimmst du mal und bringst du mal zum Aldi in den Automaten und schnappst gleich, weil die Steff sich so freut, ein paar Macarons. Da habe ich gedacht, das ist eine Riesenidee. Und das habe ich gemacht und dann standen die alle versammelt. Es war eine Menschentraube vor diesem Aldi morgens um 8:15. Ich habe gedacht, warum? Ja, ich weiß es nicht. Weil die da ja diese Produkte anbieten und ich weiß nicht, welche Woche ist, aber vielleicht ist diese Woche die Selbstmordwoche, wo die Klebeband, dunkle Müllbeutel und weiß ich nicht, was im Angebot hat. Das ist eine gute Woche. Aber ich weiß es, das ist immer die gute Woche. Ich weiß es wirklich nicht, aber das ist ein, wo sind wir? Wir sind Nord, ne? Nein, Aldi Süd. Ihr seid Nord? Ihr seid Aldi Süd. Wir sind Süd. Die Nord-Süd-Grenze von Aldi ist Höhe Dillenburg.
Ach da, das ist ja weit. Nee, aber da können wir direkt mal gucken. Ich glaube, dass es möglicherweise, und der Aldi, der hat da natürlich, müsst ihr auch wissen, marketingtechnisch und auch was die Produkte angeht, da sind die weit mit vorne. Also ich schätze jetzt mal auf Weihnachtssachen. Aber ist, ich weiß ist es möglich, nicht. Die hatten auf jeden Fall was und da war eine Traube und dann ging das auf und dann sind die da reingestürmt. Ich bin ganz entspannt zur Kühltheke gelatscht, da wollte niemand hin, hab mir eine Milch geholt und zwei Päckchen Macaron und bin wieder rausgegangen und alles war in Ordnung für mich. Aber ich habe mich gewundert. Und was ich noch sagen wollte zu diesen bescheuerten Produktfotos, ich sage da fälschlicherweise Stockfotos dazu, weil ein Stockfoto für mich ein generisches Foto ohne Sinn ist, was man dann aber sich kauft, um es in seine Umgebung einzubauen, weil man das als Basis braucht. Deswegen nenne ich die Dinger so, auch wenn es auf der Produktseite von Lego natürlich sich nicht um Stockfotos handelt. Ich mag auch die, da wird zum Beispiel ein Lötkolben gezeigt und das ist so eins der bekanntesten. Ein Lötkolben? Da ist es eine Werbung für einen Lötkolben oder es ist Werbung für, keine Ahnung, Frauen in der Industrie. Ja, irgendwie sowas. Das war so ein Werbebild und dann sitzt dann eine gut aussehende junge Dame mit einem Sicherheitshelm und einer Schutzbrille sitzt an ihrem Platz und lötet etwas und hält den Lötkolben unten an der Spitze wie ein Kugelschreiber, wo er halt heiß ist. Ja, und da denke ich mir auch, da haben sich wieder 5 Leute für ein Foto getroffen, aus dem Marketing, aus der Produktentwicklung und irgendein Trottel aus dem Management, der nüsse Ahnung von dem Endprodukt hat, mit dem gearbeitet wird. Und dann entsteht so ein Foto. Und das erinnert mich massiv an die Lego-Bilder. Und das finde ich eigentlich einfach sehr witzig. Aber wenn die den Lötkolben ganz normal gehalten hätte, hätte es keine Sau interessiert. Richtig. Weil die jetzt wie so ein Volldulli gehalten hat, reden wir darüber. War das jetzt aber auch ein richtiges Genie. Nein, das ist die gleiche Geschichte, dass man sagt, es gibt keine negative Werbung und so weiter, aber wenn du dich zum Ei gemacht hast, dann bist du einfach der Arsch der Runde, fertig, aus und dich nimmt keiner mehr ernst. Und über so Dinge kann ich einfach, oder kennst du nicht auch die Sachen, wo die dann irgendwie stehen und irgendwo Bügeleisenwerbung ist auch, die stehen dann immer an einem absolut absurd stylischen Platz mit ihrem Bügelbrett und bügeln hart vor sich hin. Grand Canyon. Ja, und genau, und das Bügeleisen ist halt definitiv nicht am Strom angeschlossen. Das sind alles so Sachen, die einfach, es ist... Ja, gut, aber das hast du beim Fernsehgarten auch. Ja? Gut, den ZDF-Fernsehgarten schaut auch niemand mehr aus gut. Halt, bist du schon mal im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten? Nein. Nein, ich dachte... Not yet. Ich dachte, das machst du mal, weil... Ja, weiß ich noch nicht. Weil ich meine, bei dem Durchschnittsalter der Zuschauer dort, also auch vor Ort, könntest du ja auch tatsächlich, wenn du da mit deinen Illusionen wirklich so einen gewissen Schock auslöst, könntest du ein sozialverträgliches Frühableben garantieren. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Anfrage noch nicht wirklich reinkam. Möglich. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht genau. Ich würde es vielleicht machen, weil jetzt meine Mama sonntags oft mal geguckt hat, aber... Ich glaube, ich hätte doch nicht so doll viel Bock. Ich weiß, also viele Freunde von mir waren da und haben da auch erzählt, dass es die Leute vor Ort ganz nett sind und so, aber es ist schon sehr stressig, diese ganze Umgebung. Und ja, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß du es hast nicht. Restwürde. Ist das deine Schmerzgrenze, ja. Alexander? Ja. Ist sie das? Also es gibt so Sachen wie Supertalent, das ist ja so jenseits von der Schmerzgrenze weggekippt, dass ich die Fragen zwar jedes Jahr an, aber ich sag jedes Jahr wieder, Freunde, also ihr habt die falsche Telefonnummer. Das ist die Ehrlich Brothers sind eins weiter. Ruf richtig. Da an. Aber ich komme nicht. Wobei ich mal gesagt habe, ich komme nur, wenn ich in der Jury sitze. Dann komme ich. Das Blöde ist, dass sie in dem Moment, an dem Tag, als ich das wahrscheinlich gesagt habe, das Jahr später, da haben sie sich verwählt und haben die Ehrlich Brothers angerufen. Jetzt sitzen die in der Jury. Also ich weiß nicht, das war jetzt ein bisschen doof, aber naja, das sind auf jeden Fall mit großem Abstand die Kompetenzen in dieser Jury. Das ist jetzt aber auch nicht so schwer. Aber also das ist auf jeden Fall sowas, was ganz weit weg ist. Und so Fernsehgarten würde man so vielleicht für einen Gag mitnehmen. Da müsste ich mir was überlegen, vielleicht würde ich mit einer Banane telefonieren oder so. Ist auch um die Ecke. Liebe Grüße an Luke Mokrisch. Ist direkt in Mainz hier, das ist 10 Minuten von uns weg, das ist super. Kommst vorbei, machen wir eine gute Zeit draus, dann setzen wir dich bei den Rentnern ab und dann kommst du danach wieder vorbei. Das wäre klasse. Ja, das ist aber da wieder was anderes dann. Ja. Dann wär's schon fast wieder lustig. Das wird lustig. Aber wo wir uns gerade über die Vermischung von Formaten unterhalten, habt ihr gesehen, und ich kriege es ja nur noch mit über die Influencer selbst, darf ich die Influencer nennen, über die Stars. Große Stars. Ja, darfst du die nennen. VOGUE-WM ist, und zwar mit Revi und Knossi und weiteren. Revi habe ich gesehen. Ja, Sascha war auch da, ich fand's so lustig. Revi folge ich ja, mega. Deswegen habe ich es gesehen. Ich wusste gar nicht, macht der Raab die noch oder macht das wer anders? Nee, also Raab TV produziert es noch. Also Brainpool oder was auch immer.
Ja, genau. Also RapTV und Brainpool gehören ja zusammen. RapTV ist eine Tochterfirma von Brainpool und das gehört alles zum selben Konglomerat von Bunny Jai, so irgendwelchen Franzosen, die es irgendwann mal gekauft haben. Aber auf jeden Fall produzieren die das nach wie vor noch und die wollen ja diese ganzen, die versuchen ja jetzt hartnäckig diese ganzen Formate wieder zurückzubringen. Die hatten ja jetzt, wir hatten Turmspringen war wieder da, allerdings auf RTL. Okay. Dann hatten wir jetzt natürlich die VOG-WM, war jetzt wieder auf ProSieben, ganz normal, wie wir es gewohnt waren. Nur der Einzige, der nicht mitgemacht hat, war der Typ, der TV Total jetzt macht. Auch stark, aber er war krank. Okay, gut. Ja. Aber ansonsten fand ich es auch sehr, sehr lustig, über wer alles mitgemacht jetzt? Hat. Es macht doch jetzt irgendeiner. Macht nicht der. Sebastian Puffpaff. Ich dachte, der Bulli macht jetzt TV Total. Nee, der hat eine Folge gemacht, weil der Puffpaff krank war. Was ist denn der krank einfach? Puffpaff. Nee, aber da muss ich sagen, ich war kurz davor und dann fiel mir auf. Funktioniert. Weil Fernsehen schauen wir schon lange nicht mehr. Also nicht, ne, also wir haben wohl das Gerät, aber da steckt kein Kabel zur Außenwelt drin. Mhm. Das heißt, über Netflix und Prime und YouTube, da wird es bei mir dann wirklich schon dünn. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das war vielleicht schon lustig mit denen. Jetzt habe ich mir aber die Gegenfrage gestellt. Liebe Menschen da draußen, die Fernseh gucken. Man kann ja nicht überall mitspielen, ja? Also wenn ich jetzt in meiner Bubble bin und YouTube schaue und wann bringt ihr das noch unter? Also wer schaut sich die VOG-WM an und sagt, ach, gucke mal der Rebi. Ja, also kann man nicht immer nur einen Personenkreis kennen oder gucken die dann die VOG-WM, weil sie das Format cool finden und ihnen werden neue Leute vorgestellt? Also, der Fernseher diese läuft Vermischung, im Hintergrund einfach mit. Das sind die Quote vom linearen Fernsehen. Die haben keine aktive Quote mehr, sondern der Fernseher läuft im Hintergrund mit. Ja, außer es ist so ein Happening wie jetzt Wetten, dass oder sowas. Da war es ja nochmal, dass die Leute alle nochmal ihren Fernseher abgestaubt haben und geguckt haben, ob der noch funktioniert. Ja, und wo war das verdammte ZDF eingespeichert irgendwie? Keine Ahnung, wo, muss man halt mal gucken. Ja. War jetzt schon diese, das wurde doch hier groß mit vielen Stars angekündigt und dann fiel mir wieder auf, Wetten, das ist echt so ein Format. Es tut mir auch leid für alle, die es gerne gucken. Ich kann mir das nicht reinziehen. Das hat mich ein Scheiß interessiert, aber wo ist denn, wer hat es moderiert? Ist ganz schlimm. Wetten, das? Ja. Thomas Gottschalk. Ah, also jetzt auch die Folge jetzt noch, ja? Haben sie den noch reaktiviert? Ja, das war ja das Ding. Also dieses Jahr, es kommt jetzt irgendwann mal wieder. Oder kam jetzt schon. Ich bin so verwirrt mit unserer Zeitlinie von diesem. Wir haben gerade eine schlimmere Zeitlinie als das Finanzamt, sag ich dir, wie es ist. Aber es kommt und kam oder sonstiges. Und die erste Folge vom Comeback von Thomas Gottschalk bei Wetten, das haben, glaube ich, 15 Millionen Leute geguckt. Und Quatsch, 5 Millionen. Wie viele Einsassen haben wir in den Altersheimen in Deutschland? Ja, 15 Millionen offensichtlich. Ich wollte gerade sagen. Ja, gell? Aber die gucken nur über eine Glotze. Nee. Es gibt die in einem Raum unten natürlich, wo die Tröge stehen. Dort ist eine Glotze, das ist richtig. Aber die Zivis haben auch jeweils einen Fernseher. Die haben auch im Zimmer einen. Die haben auch auf dem Zimmer einen. Deswegen geht ja, das ist der gleiche Zivi, der die Wahlzettel immer ausfüllt. Der macht auch die Fernseher an. Wollt ihr mir jetzt sagen? Moment, eins muss ich vorher klären. Gleich, Alex. Wollt ihr mir sagen, dass Menschen ins Altersheim gehen, um dann alleine auf ihrem Zimmer Wetten, das zu gucken? Ja, klar. Ich dachte, der Gemeinschaftsgedanke wäre das Gimmick. Richtig, Steff, nein. Richtig. Denen geht's auch gut. Das ist auch wie nennen die das nochmal immer? Die haben doch auch immer so leicht euphemistische Namen, dieses Center, ja? Das heißt ja nicht irgendwie alte Leute Restaurant, sondern das ist irgendwie immer das Heim der aufgehenden Sonne oder irgend so ein Blödsinn. Du denkst dir, Freunde, hier ist nur noch Dämmerung am Start und danach kommt die lange Nacht. Ja, das ist keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, es tut mir leid. Alex, ich mach's mir zur Aufgabe, jetzt sein Altersheim zu eröffnen und das zu benennen. Restaurampe zu nennen. Alex, Quell der Freude. Ich habe Zivi gemacht, ein Jahr lang im Altersheim. Ich weiß, wovon ich rede. Sehr, sehr genau. Die dramatische Realität. Ja, okay. Ach. Ich muss euch, ich habe mal ein Video gedreht. Ich war mal einen Tag in einem Altenheim und da habe ich mal ein Video drüber gedreht. Das war eine Kooperation mit Deutschen Fernsehlotterie. Und das war, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingsvideos auf meinem ganzen Kanal. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall mal noch nach an. Das war sehr, sehr schön. Vor allem die alten Leute, die sind einfach. Es gibt. Weißt du, die haben Humor. So, das ist einfach, wenn du denkst, du hast einen versauten Humor, dann unterhalte ich mit jemandem über 70 und dann lernst du noch was. Da geht's vorwärts, ja.
Die sind ungefiltert und ungebremst. Ich habe mich mit einer Dame unterhalten. Die dann auch noch zur Verabschiedung gesagt hat, ja, hier, ihr geht jetzt nicht, bevor wir nicht alle noch einen Schnaps trunken haben. Das sind meine Leute. Das ist ja wieder heim, Alex. Das ist wieder heim, ja. Das war richtig gut. Ich habe eine Frage jetzt noch mal zu diesem Fernsehthema. Ich weiß, dass es im Knast inzwischen auch so ist, dass die in den Zellen Fernseher haben. Müssen die GZ bezahlen? Selbstverständlich. Der Knast muss für jeden Insassen, weil es ja, glaube ich, die Meldeadresse des Knastes ist, muss dafür gezahlt werden, selbstverständlich. Das ist ja nur recht und billig. Ja, richtig. Ich befürchte, dass der Staat und der Staat sich gegenseitig unterstützen. Nee, es ist eine enorme Staatsferne in unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, also von einer Verbandlung von Politik und unseren öffentlich-rechtlichen Sendern habe ich noch nie was gehört. Nein. Okay, natürlich zahlt jeder Insasse selbst von seinem ersparten GZ. Vom Tütenfalten und Kugelschreiber zusammenbauen. So. Eigentlich ist es ja aber schon eine coole Nummer, dass die Fernseher haben, oder? Ja, ich hab mal einen ganz spannenden YouTube-Kanal gefunden. Da war mal ein Typ, der hat so ein Handy in den Knast eingeschmuggelt und dann hat er Vlogs aus dem Knast gemacht. Fand ich grandios. Habe ich mir so gerne angeguckt. Der hat Daily Vlogs aus seiner Zelle gemacht. Ja, sehr gut. Oh, da muss ich an der Stelle sagen, das letzte Trash-Format, das ich mir angeschaut habe, war dieser Brite, der auf Netflix das Format hatte. Die härtesten Knasts der Welt oder so. Genau, und dann habe ich ab dem Moment, und ich meine das genauso, als dann Deutschland vorgestellt wurde, da fiel mir auf, wir sind im internationalen Vergleich einfach oft nicht okay. Wir sind die Luschen. Das war nicht in Ordnung, ne? Die hatten ja einfach gar nichts. Also da bist du in den Knast gekommen, die haben sich dann irgendwelche Flaschen durch die Gitter gezogen, haben die aufgeschnitten und als Teller benutzt, irgendwo in die Ecke gemacht, keine Ahnung. Und dann bist du nach Deutschland gekommen und da war dann einer drin, der gesagt, ja, also da im Schwimmbad, da hat mir einer dumm angemacht, dann habe ich ihm die Fresse poliert. Jetzt bin ich hier, ne? Und heute machen wir Spaghetti in der Gemeinschaftsküche. Richtig, und danach gibt's eine Massage für alle. Oh nein! Und das war... Ich weiß nicht, also da habe ich mir gedacht, oh, dass man das zeigt und wahrscheinlich fand er das auch total gut. Na, also der auch Eintritt einfach mal ein bisschen Wellness. Ja, der Eintritt in den deutschen Knast war dann einfach, hier ist deine Klamotte, die ist auch mit per Woll gewaschen und da ist die Küche mit allen, bitte habt euch lieb, hier ist dein Fernsehprogramm, aber schon zwischendurch auch nochmal nachdenken. Das ist richtig, aber es ist, wir haben doch, unsere lieben skandinavischen Nachbarn haben sehr, sehr gute Gefängnisse und die Resozialisierung steht im Vordergrund und eine geringere Rückfallquote. Wir resozialisieren nicht. Nein, wir resozialisieren nicht, wir packen einfach nur weg und die haben es halt relativ angenehm dort. Aber der Grundgedanke ist eigentlich ein schöner, die Ausführung ist halt bei uns, wie so oft, sehr, sehr mangelhaft. Ja, es war ja vor allem, also ich will mir da gar kein Urteil erlauben, ne? Aber es war einfach, dieser Vergleich war so derb. So in dem einen Knast hast du Angst zu sterben und im anderen macht man sich zusammen gute Spaghetti. So, das war einfach, dann habe ich aufgehört, das zu gucken. Da fiel mir auf, ne? Ne? Trash-TV, wir lassen das weg. Wir sind für die Kompetenz zuständig, nicht für den Trash. Das ist die ganz wichtige Lektion hier bei uns. Thomas, wir haben wieder großartig The Office geguckt, ja. The Office, ja, super. Also auch eine grandiose Serie, die man auch tausendmal gucken kann. Und ich muss auch sagen, ich war auch, obwohl es natürlich, Spin-Offs sind immer schwierig oder so Remakes oder sowas, aber Stromberg fand ich auch immer fantastisch. So, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz dazu, guckt ihr Seven vs. Wild? Nein. Habt ihr es mitbekommen? Noch nicht. Es ist noch nicht. Wie schlimm unfassbar, ist es? Der Hype ist real. Unfassbar, die erste Folge, glaube ich, schon über 6-7 Millionen Aufrufe, die nächste auch schon irgendwie 5 Millionen Aufrufe, unfassbar. Warum komme ich da drauf? Weil Seven vs. Wild 3, Staffel 3, findet bei Thomas auf dem Schreibtisch statt. Thomas hat nämlich hier das Robinson Crusoe Haus aufgebaut und ich finde es der Hammer. Ich finde es super. Thomas, für alle Zuhörer, sag mal, welches Set das ist. Das ist die Gouverneursinsel. So ist es von Blue Bricks. Das Jeffrey ist, Epstein. Es gibt dort nämlich, jetzt eine neue Piratenwelt und die komplett modular aufgebaut ist und es gibt auf der einen Seite die Piraten, auf der anderen Seite die Gouverneur-Jungs und das ist die Taverne der Gouverneursinsel. Es gibt dann auch noch einen Hafen dazu, dann kommt noch so ein
so ein Wachturm oder sowas, dann kommt natürlich hoffentlich. Nee, ist schon klar, dass du die Taverne gekauft hast. Ja, richtig. das wird Stück für Stück erst veröffentlicht. Das war das erste Set, was man kaufen konnte. Und okay. Dann kommt ja natürlich noch die Gouverneursvilla und ich hoffe, dann kommt da noch eine Schiffswerft und alles Mögliche noch dazu, damit es immer weiter ausgebaut wird. Und auf der anderen Seite gibt es von den Piraten etwas. Die haben erstmal einen Piraten versteckt, dann haben die auch so eine Anlegestelle, dann gibt es da auch nochmal so eine Schatzinsel und solche Sachen. Und das kann man dann alles zusammensetzen und es wird eine richtig coole, auch bespielbare Welt, die aber auch einfach sehr, sehr gut aussieht. Das ist ein Fest. Geil. Finde ich richtig gut. Und was sagst du, wie ist das Set? Bist du zufrieden? Ist der während unseres Podcasts? Natürlich ist der, wie immer. Ich würde niemals essen. Ihr würdet doch an den Geräuschen hören, wenn ich esse. Also das, sowas mache ich doch natürlich nicht. Ich sehe noch die Packung. Es ist doch auch vormittags, Mensch, Thomas. Nur weil ich eine Tafel Schokolade esse. Ich kann ja auch nichts dafür, die liegt hier. Echt jetzt? Ich knipp, deshalb ist er auf der Gouverneursinsel und ist kein Pirat, da gäbe es keine Schokolade. Also das eine, ich bin mit dem Set sehr zufrieden. Es hat alles funktioniert. Mir gefällt die Modularität außerordentlich. Es gibt einen coolen Weinkeller da drin, also einen Rumkeller wahrscheinlich. Also es gefällt mir alles. Ich habe Spaß, die Erdmännchen freuen sich, ihr seid begeistert, alles richtig gemacht. Fantastisch. Wie viele Milliarden, und ich glaube, das ist gar nicht mehr übertrieben, Milliarden Teile hat dieses Teil? 2,5 Milliarden für 90 Euro. 2,5 Milliarden. Stark. Cool. Ist schon beeindruckend. Ja, sieht schön aus. Und Alex, freust du dich, wenn du uns besuchst und ihr dann zusammen ein Set baut? Ja, Alex, das ist dein Teil. 18.000 Teile. Das wird mir schon lange angedroht, aber das sehe ich mal noch nicht. Ich glaube, und wenn, dann müsste es natürlich thematisch passen und dann wird es sowieso ein Harry Potter Lego Set und so. Und ich habe ja schon gehört, dass es bei Lego eigentlich nicht so extrem viele Teile gibt. Also von daher fühle ich mich recht sicher. Du kannst dich sicher fühlen, bei Harry Potter passiert gar nichts. Und die richtigen Monster gibt es auf jeden Fall bei anderen Herstellern. Außer wir nehmen uns etwas an Harry Potter Angelehntes von einem anderen Hersteller. So einen Zauberladen habe ich zum Beispiel gebaut. Der hatte auch viele tausend Teile. Ist Weinfest. Jetzt esse ich noch ein bisschen Schokolade. Ja, jetzt isst du noch ein bisschen Schokolade. Bei mir kam gerade, bevor wir gestartet haben oder als wir starten wollten, wie immer die Post. Und da ist ganz tolles Equipment drin, weil ich nämlich am Wochenende Tiere retten fahre. Und das nehme ich auf Video auf. So, hast du eine neue Kamera gekauft? Nee, Equipment und Speichersachen. Und neue Kamera, natürlich ist die hier super, mit der ich filme. Props an diese Kamera. Die geht nur ab und zu aus, das ist immer ein bisschen blöd. Aber genau, neues Equipment. Und ich bin schon ganz gespannt, wie viel besser das dann wird. Das wird sensationell. Durchgehend filmen. Sensationell, ich bin sicher. Gutes Thema Equipment. Ich muss auch gleich noch was bestellen, das hatte ich ganz vergessen. Guck. Was wollt ihr denn, was müsst ihr noch bestellen? Wir brauchen nämlich einen Sponsor noch der heutigen Folge. Ah. Welche Firma? Sony. Ich bin auf der Webseite von Leistenschneider und dort versuche ich mich jetzt mit einem neuen Glas zu versorgen und guck noch mal, was es so gibt an kleinem netten Zubehör. Ja, ich brauche. Aber indirekt muss ich hier wirklich Sony mal, also nicht Sony selbst, sondern einen großartigen. Was heißt denn indirekt? Direkt müssen wir den loben, der ist großartig. Den müssen wir, ja, also nicht die Firma, ne, das ist ja so wie, sondern genau ihn, weil der liebe Merlin hat nämlich gehört, was ich da mache und hat dann gesagt, oh, da brauchst du die Kamera, oh, die ist wichtig, ah, warte, die haben wir gerade nicht als Leihgabe, ah, die können ich dir gerade nicht geben, du weißt du was, ich habe nur eine zu Hause. Ich meine, wie krass ist das? Und die private, bester Mann. Und der Merlin hatte auch sehr geholfen, als ich meine, Studioküche eingerichtet habe und die Kameras der dafür, Hammer. Wirklich Weltklasse-Support von Sony über diesem Wege auf jeden Fall. Ganz, ganz große Kunst. Genau, lobt euren Kollegen da bitte. Genau, und der hat mir auch genau gesagt, was ich mitnehmen soll und was ich brauche und womit das ein Fest wird. So, und jetzt wird das Tiere retten ein Fest. Fantastisch. Fantastisch. Gut, oder? Super. Also ich muss aber auch sagen, Sony, also ihr habt echt, kameratechnisch habt ihr echt viel gut gemacht. Ich bin sehr großer, ich habe immer alles von Canon gehabt und ich habe alles jetzt geswitcht. Ich habe nur noch Sony-Kameras und ich bin richtig happy, weil die einfach funktionieren. Die funktionieren. Das ist richtig gut. Aber sie haben das beschissenste Menü aller Zeiten, vor allem in jeder Kamera ein anderes, damit es auf gar keinen Fall einen Lerneffekt geben kann. Ja, das stimmt. Wobei ich natürlich relativ großer Freund von den Custom-Menüs und Custom-Buttons bin. Ich stelle mir das einmal ein und dann switche ich nur noch zwischen den Menüs und habe mir die Knöpfe belegt, so wie ich sie brauche.
So, ich glaube nämlich, Thomas, an dieser Stelle wäre der Lerneffekt großartig, würden wir uns damit beschäftigen. Wir haben zum Beispiel eine Thematik, wenn man das Bild einstellt, genau so, wie man das haben möchte, und man macht die Kamera aus, wenn man es danach wieder anmacht, sagt das Bild, jetzt fängt es gerade wieder von vorne an. Deswegen speichern wir es ja eigentlich, aber der Horst merkt sich das nicht. Grüße an alle Horsts da draußen. Die Kamera. Nein, ich muss auch sagen, ich bin zufrieden auf jeden Fall mit dem Support. Ich bin das Problem. Also ich muss hier an alle da draußen sagen, ich bin immer das Problem von meinen Geräten. Ich habe das einfach nicht gelernt. Natürlich sind wir das Problem an den Geräten, aber ich finde es bitter. Und das ist die Sache, wir hatten uns, glaube ich, schon mal an anderer Stelle darüber unterhalten. Wenn man so ein klassisches Konsumentenprodukt kauft, irgend so ein normales, das ist, irgendwas, dann funktioniert das. Und man hat die Autoeinstellung und es funktioniert. Und vielleicht macht man mal irgend sowas wie, Fokus setze ich mal dorthin. Hui, ich bin hier der Techniker. Aber sobald man qualitativ eine Ecke höher kauft, weil man ein besseres Bild und einen besseren Ton haben möchte, muss man halt damit einhergehend sich auch mit dem Produkt beschäftigen, damit man es richtig einstellt. Und da fliegen wir beide dann halt hart raus, weil es uns nicht genug interessiert. Und wir denken einfach, wir können das Problem mit Geld beschmeißen und es löst sich, aber das lohnt sich für uns nur sehr, sehr selten leider. Das ist tatsächlich leider wahr bei euch zwei. Also wirklich, das kann ich aus erster Hand bestätigen. Geil, kauf mal noch das dazu, dann wird's gut. Und dann steht's hier so, es ist gar nicht besser geworden. Hast du es denn eingestellt? Ich hab's angemacht. Ja. Oh richtig. Gott. Habe ich überhaupt was gesagt? Ich merke gerade, dass ich mein Rhythmus war falsch mit dem mich stumm schalten und mich nicht stumm schalten. Nee, ich glaube, ich habe jetzt. Du hast was gesagt. Ich hab was, es war richtig. Okay, alles klar, weil auf einmal blinkt mich mein Yeti an und ich denke mir, rede ich die ganze Zeit ins stumme Mikro? Die ganze Folge nur essen und der Rest ist stumm. Einfach der Techniker. Direkt wieder bewiesen. Es ist zu schwierig für mich. Gib dem Mann nicht zu viele Funktionen. Stell einfach das Mikro hin und lass ihn da. Oh! Gerade wo wir uns drüber unterhalten, werde ich mal kurz meine Kamera wechseln. Merkst du, dass du wieder nicht aufnimmst, gell? Ja. Eben noch über mich Witze gemacht. Nein. Und zack, selbst. Hab ich. Ich habe aufgenommen. Also ich nehme auch auf. Aber halt nicht so lange. Und Ton nehme ich auch auf. Ich sehe hier, da bewegt sich auch so ein Ausschlagding. Aber ich will ja meine Nussessgeräusche hier nicht in den Podcast bringen, zurückhaltend, wie ich bin. Ja, das ist auch nett. Das ist auch gut. Also ja, wie gesagt, Technik ist was Schönes. Ich bin sehr großer Technik-Fan und ich liebe auf jeden Fall Kamerazeugs. Ich habe so viel Zeug davon und ich finde es auch immer geil. Ich finde es auch echt toll. Und ich kaufe auch sehr gerne einfach neues, noch besseres Kamerazeug, auch wenn ich es gar nicht wirklich brauche. Das ist echt doof. Wobei mir aufgefallen ist, wobei wir gerade nochmal, da kam ich noch drauf, als du es gesagt hast, dieses automatische Plug-and-Play-Modus. Das hat es ja bei den großen, teuren Kameras, hat ja auch eine Automatik-Funktion. Ja. Also ich eigentlich denke, wer sich eine Kamera für 3.000 Euro kauft und dann immer noch auf Automatik stellt, der ist eigentlich auch einfach verloren. Richtig. Aber das Ding ist, ich hatte eine Kamera dabei und ich wollte, dass jemand Fotos von mir macht und habe die Kamera sicherheitshalber einfach auf Automatik gestellt, dass ich gedacht habe, lieber, ich vertraue der Kamera mehr als der Person, die da sitzt. Kann ich nachvollziehen. Und habe ihr die Kamera gegeben. Das war ich also, der die Fotos, Kamera bekommen hat? Ja. Ja, die Fotos waren komplett alle unbrauchbar. Die waren komplett überbelichtet, absolut nicht zu retten. An der Stelle, Automatik-Modus bei Sony ist bei Live-Situationen, also Live-Shows, offensichtlich belastend. Stark überfordert. Ja, das tut und mir sehr leid. Steff ist auf jeden Fall wieder bei uns gemutet, aber das macht ich nichts. Ich bin gemutet, Aufnahme. Ich rede einfach mal zwischendurch. Red einfach ein bisschen. Aber ich habe dafür jetzt eine zweite Kamera aufgestellt. Yeah. Schön. Hey! Nein, ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass du uns zu deiner nächsten Show eingeladen hast. Wir übernehmen ja, das ich weiß mit ja, den dass ihr nicht Fotos filmen dann. Müsst. Das wird total gut. Doch, ich werd einen Vlog machen über wenn man einen Zauberer kennt. Okay, finde ich gut. Das ist super. Hier. Aber vielleicht nehmen wir jemanden mit. Zum Tiere retten nehme ich übrigens auch den Kreativ. Nimmst du jemanden mit, der sich damit auskennt? Denn mit uns wird es nur Probleme geben. Und wir sind nicht dafür da, Probleme zu kreieren. Wir sind dafür da, Probleme sondern zu lösen. Das ist wahr. Habt ihr was am Start? Ja, deine Probleme. Deine Probleme. Okay, alles klar. Da bin ich wirklich froh. Man muss aber dazu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du einfach die Person bist von uns drei, an die Probleme gehen. So, weil also bei mir wissen die Leute, das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, dem die Probleme zu schicken, weil A, er liest es eh nicht und wenn er es liest, dann hat er es wieder vergessen bis zur Aufnahme. Wer? Deshalb kriege ich auch kaum ich, Probleme. Wer sich von euch mal gefragt hat, warum ich hier im Podcast mit drin bin,
deswegen. So. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Gut. Dann habe ich, wie cremt man sich als Single den Rücken ein? Ist sehr, sehr einfach. Du gehst dann an einen Spiegel, schmierst den Spiegel ein und dann robbelst du dich mit dem Rücken an dem Spiegel. Und danach kannst du einen Silikonspachtel nehmen, die Überreste vom Spiegel wegmachen und das dann auf der Vorderseite von dir verteilen, damit du keine Verschwendung hast. Problem gelöst, nächstes Problem. Ja, schön mit euch. So, hier kommt noch wieder was Deepes. Die Menschen in meiner Schule halten mich für nervig. Jetzt ja, das kommt ihr. Wahrscheinlich haben sie recht. In 9 von 10 Fällen bist du dann wahrscheinlich einfach nervig. Das ist, kennt ihr die Szene aus How I Met Your Mother, wenn sie darüber geredet haben, dass immer einer im Bus sitzt, der Freak ist und der erzählt immer Sachen und keiner will sie hören. Na, alle so echt verblüffend. Und dann fährt der Ted mit dem Bus und fängt an, den Leuten drumherum auf architektonische Besonderheiten hinzuweisen. Und auf einmal sitzt er alleine auf seiner Busseite. Und man kann jetzt überlegen, dass alle im Bus merkwürdig sind oder halt einfach der Ted. Genau. Das ist das klassische Falschfahrerprinzip. Dass du das im Radio hörst, oh, Falschfahrer auf der A3 und du hörst es und denkst, einer, Hunderte. Hunderte. Genau so ist es. Ich glaube aber auch, also jetzt mal ganz im Ernst, dass sich auch besonders in Schulen, passiert später dann übrigens auch im Büro, dass man sich auch gerne jemanden rauspickt, der dann pauschal für alle das Objekt ist, das man halt, also der es abkriegt, ja, oder dies aber abkriegt. Das ist doch Huhn und Ei. Das ist doch wieder die Problematik. Wie ist es entstanden? Warum ist jetzt natürlich auch die Frage, erstmal, wie heißt der Kollege? Luca. Ha? Luca, deine ersten Silben sind heute ein bisschen weg. Discord filtert die irgendwie raus anscheinend. Ich glaube, wir müssen mal auf ein besseres Programm zum Videochatten wechseln. Ich habe gehört, da gibt es zwei, drei andere noch. Ist immer die Frage, Luca ist da unterwegs, ist jetzt der Punkt, was macht er? Hat er zum Beispiel abgefahrene Friese, abgefahrenen Kleidungsstil und sticht damit raus? Also du meinst Optik? Es geht nur über die Optik, also gar nicht charakterlich, gar nicht seine Art, wie er ist, sonst was, sondern tatsächlich nur über die Optik. Und das ist in der Schule eine grausame Zeit, wenn man nur über Optik spricht. Auf der anderen Seite... Thomas weiß das. Ich weiß das genau. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, wenn er derjenige ist, der schwer über das Leben philosophierend mit Pfeife und Monokel und einer Taschenuhr auf dem Schulhof steht, ist halt auch ein Problem. Dann ist auch das Verhalten kritisch. Es ist immer der Punkt. Also ich glaube, mein ernst gemeinter Tipp wäre, ich bin sehr gegen den Mainstream. Das ist nicht meine Sache. Ich möchte immer meinen eigenen Weg finden. Aber wenn man ein Problem hat, weil die Leute einen für merkwürdig halten oder sowas, würde ich mal versuchen, soweit das mit dem persönlichen Charakter zu vereinbaren ist, einmal kurz, vielleicht auch in einer anderen Gruppe, in den Mainstream einzuschwenken und zu gucken, ob man sich besser fühlt, wenn man im Mainstream ist. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, fühle mich dann überhaupt nicht besser. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Und wenn man merkt, damit ist man glücklicher, kann man es ja auch in der Gruppe versuchen, die einen bisher als sehr merkwürdig wahrgenommen hat, ob das dann tatsächlich sich wandelt. Aber das ist dann halt eine sehr oberflächliche Anpassung. Kann man ausprobieren, ob es einem gefällt. Ich persönlich finde, ein wenig anzuecken, gar nicht schlecht. Viel wichtiger finde ich auch daran, weil ja die Frage so gestellt wurde, findest du die auch nervig? Also für mich wäre die Sache, wenn ich in einer Gruppe nicht ankomme, auf welche Art und Weise, finde ich denn diese Gruppe gut? Also habe ich genug Willen, mich in diese Gruppe einzufügen? Finde ich das schade, weil die sind ja eigentlich alle so nett. Warum finden die mich nicht nett? Dann ist das tatsächlich ein Thema. Dann geht's über diverse Anpassungsmöglichkeiten sicherlich. Die andere Frage ist aber, was sind das für Idioten? Richtig, also, wenn die dich nicht mögen, magst du die halt auch nicht mehr. Fertig, Ende Gelände. Genau. Also da muss man immer ganz, und das, ne, wir sind ja hier die Problemlöser, man muss immer wissen, wessen Problem ist das gerade. Wenn das euer Problem ist, dann ist es doof, dann kann man darüber nachdenken. Aber ansonsten, mach nicht deren Problem zu deinem. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Lebenseinstellung. Nicht mein Problem. Das muss man sich ganz oft sagen. Ja. Ja, oder du wirst Zauberer. Das hat der Alex gemacht. Stimmt. Ist tatsächlich ein Lifehack. Also, so dumm es klingt, du kannst sehr schwer, also du kommst immer gut an, wenn du was Tolles kannst. Also, naja, gut, ich sag mal, was gesellschaftskonform Tolles kannst. Also es bringt dir jetzt nichts, wenn dein Talent ist, mit brennenden Hamstern zu jonglieren. Das ist tatsächlich in einem Schulalltag gar nicht so gern gesehen, wie man sich es vielleicht
direkt vorstellt. Ansonsten ist es natürlich so, dass wenn du lernst, Zauberer zu sein oder Zaubertricks lernst, dann hast du auf jeden Fall eine Superkraft, die die anderen nicht haben, und das macht dich enorm cool. Und dann kannst du sagen, wenn du irgendwie trotzdem die nervige Persönlichkeit einfach von innen hast, manche Leute sind ja einfach ein bisschen anstrengend von Haus aus. So, dafür können die ja gar nichts. Aber das ist egal, weil dann ist es Teil deiner Performance. Verstehst du, was ich meine? Und so habe ich es gemacht, genau. Einfach in die Performance einbauen. Genau. Alle anderen denken, ich bin komisch. Passt schon. So. Mir ist schon ganz oft aufgefallen, wenn ihr euch mal Podcasts oder Zeug anhört von Prominenten, auch mal gerne Interviews, in denen genau das gefragt. Nee, vor allem waren die immer so ein bisschen die Außenseiter. Und ich glaube, dass man diese Zeit als Superpower für sich nutzen kann. Denn wenn man immer nur mit der Masse rumhängt und Mainstream-Sachen macht, dann findet man auch keine Leidenschaft für sich alleine. Weil dieses viele Menschen, die heute auf der Bühne stehen oder irgendwas Spezielles machen, waren eher so die Outsider in der Schule. Gilt euch das auch so? Ja, habt ihr diese Erfahrung? Muss ja auch so immer sein, weil wenn man dem Mainstream hinterhergeht die ganze Zeit, nur ist man immer nur in ausgetretenem Faden unterwegs und kann ja nie irgendwas machen. Geht ja gar nicht. So sieht's aus. Du musst ja was Eigenes, Neues machen, und normalerweise ist das ein Weg, den die anderen nicht gehen, und deswegen ist man automatisch ein bisschen komisch. Man ist nämlich abseits der Norm. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Ja. Nee, nutz das für dich, und statt nach Hause zu gehen und zu schmollen und zu sagen, die finden mich nervig, sagst du einfach, macht nichts, ich finde euch auch nervig, und wisst ihr eigentlich, was ich aus meinem großartigen Hobby mache? Ja. Ja, und dann pass mal auf, wer in 10 Jahren dein Auto wäscht. Und zwar genau die, die jetzt gesagt haben, du bist nervig. Zack. So, guck mal. Das war nicht, ist ja ein guter Tipp eigentlich. Hätte man uns vielleicht geben sollen. Hilfreich. Ich habe noch ein Thema von Saskia, das betrifft mindestens einen bei uns in der Runde, deswegen wird da wahrscheinlich keine richtig kompetente Antwort kommen, aber wir warten ab. Ich glaube, sie meint nicht. Softgetränke sind zu lecker, aber nicht gesund. Was? Alles Lug und Trug. Also der Doktor... Ja, also es ist jetzt nicht per se gelogen. Der Dr. Pepper hat gesagt, alles ist in Ordnung. Na gut. Der schließlich ein Doktor. Eben. Und den hat er nicht von ungefähr. Also Softgetränke, liebe Kinder, trinkt viel Wasser. Es ist jetzt so eine Sache, also. Es ist auch schön, dieses Thema startet und Steff klingt sich erstmal aus und fängt an aufzuräumen und ein bisschen bei sich zu sortieren. Ich glaube, sie macht die Steuer. Ich schmeiß mal die Softgetränkfrage rein und jetzt leck mich am Arsch. So, wohin weg mit dem Paket und noch ein bisschen. Story of my life. So, haben wir noch Buchhaltung offen? Ich fange einfach mal schon mal fürs nächste Jahr an. Da kommt die Schwäbin in ihr vor, weißt du, die rechnet jetzt schon mal die Rente aus, das Übliche. So muss das gemacht werden, aber das Softgetränk, warte mal, was war das Problem, Steff, überhaupt dran? Ich habe das Problem überhaupt nicht verstanden. Ja, dass die lecker sind, aber ungesund. Thomas versteht das Problem nicht. Ich verstehe die Frage immer noch nicht. So, Alex? Ja, es stimmt halt leider, und das ist mein Hauptproblem. Was? Wer? So, es ist halt, das Hauptproblem liegt darin, dass Softgetränke einfach sehr gut schmecken, sehr lecker sind, aber nicht gesund in hohen Maßen. Und das ist ja jetzt korrekt per se. Das war der wichtige Beisatz in hohen Maßen. Es kommt drauf an, wenn das deine Hauptnahrungsquelle ist, Cola zu saufen, dann geht was grob falsch. Habe ich probiert über viele Jahre. Die drei großen, Koks, Kippen, Cola. Das ist ein Konzept, das man fahren kann, aber hat Nebenwirkungen. Deswegen, das kann ich überhaupt nicht gutheißen, wenn das jemand versucht als Lebensstil. Aber seitdem kannst du wahnsinnig schnell Lego bauen. Unfassbare Geschwindigkeiten. es ist so, ich würde sagen, man sollte eine Dose Softgetränk deiner Wahl, so wie eine Tafel Schokolade und so wie irgendwie ein Burger oder sowas, also ein Fastfood-Burger, ansehen. Ja, das ist so etwas, was man außerhalb der Norm mal macht. Wenn das aber zum Zentrum der Ernährung wird, ist es ein Problem. Und ich glaube, damit kommt man dann gut durch. Aber es ist doch, das Problem ist doch natürlich, dass gewisse Dinge, die für den Körper nicht gut sind, gewisse Glücksgefühle ausschütten. Das ist halt ein Problem. Und dementsprechend muss man die halt einfach kontrollieren. Dafür sind wir erwachsen, deswegen können wir das. Und den Kindern muss man es halt vorleben und denen sagen, wie es richtig geht, weil die sind doof und machen alles nach. Richtig. Ja, oder zur Not halt zumindest mal auf diese Zero-Dinger umsteigen. Ja, bei den Zero-Dingern, ich bin ja ein großer Zero-Freund geworden über die Zeit. Tatsächlich manchmal geschmacklich,
manchmal einfach nur, um das bappige Gefühl los zu sein und manchmal einfach auch, um nicht in diesen Turbo-Zuckerschub die ganze Zeit zu kommen. Ob die wirklich gesünder sind auf lange Sicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Da müsst ihr den Dr. Pepper fragen, der weiß das. Ja, auch wieder wahr. Ja, auch wieder oder gut, halt. Aber auf jeden Fall ist es halt wenigstens dann dieser Zuckeranteil. Wobei, da ist ja dann immer ein Zuckerersatz irgendwie drin. Oh ja, und der Körper ja so, reagiert, da jetzt das merkst du doch. Sauf mal eine Palette Dr. Pepper Zero. Ja, also das Diet Dr. Pepper, Dr. Pepper Zero trinke ich. Mach das nicht. Bitte, Andersch, so. Mach das bitte nicht. Nein, es war jetzt quasi ein Experiment. Exemplarisch, ja. Saufe eine Palette Diet Dr. Pepper. Und der Körper reagiert auf das Zeug genauso, als wenn Zucker drin wäre. Weil ja das chemische Zeug da, das für den Körper ja suggeriert, es sei Zucker. Und der Körper reagiert auf das, was da kommt. Das ist so. Ich meine, trink eine Flasche Wasser, trink eine Flasche Diet Dr. Pepper, du wirst einen Unterschied merken. Und deswegen ist es einfach... Eine schmeckt, andere nicht. Vielen Dank. Das ist aber natürlich ein Problem. Deswegen einfach in Maßen. So wie man es vielleicht auch mit dem Alkohol machen kann, in Maßen. Wie man es mit allen Dingen machen sollte, von denen man weiß, dass sie vielleicht nicht zu einer ausgewogenen Ernährung gehören. Maximal in Maßen. Und am coolsten ist es, wenn man es ganz weglässt. Ja. Und wenn man dabei ein schlechtes Gewissen hat beim Konsum, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Nein, natürlich nicht. Also trinkt bitte nicht zu viele Softgetränke. Das ist nicht gut für euch. Und ich weiß, so in einer gewissen Zeit zwischen bei Mutti ausziehen und dem wirklichen Leben, da liegt so eine ganz schlimme Grauphase, in der man sich denkt, spitze, endlich kann ich machen, was ich will, bis einem auffällt, man sollte aber nicht machen, was man will. In der Phase, aber das sind meistens noch, oder? Nur um die 10 Jahre. Bei mir sind es gute 20. Ja. Nee, das stimmt nicht. Auch Thomas hat viele Laster abgelegt. Der tut jetzt so. Manche Dinge kriegst du aus dem Bub nicht raus. Das stimmt. Aber das mit den Softgetränken, da kann man echt was machen. Ich finde, du musst dir einfach angewöhnen, vor jedem leckeren Softgetränk ein Glas Wasser abzupumpen, sodass dein Körper gar nicht mehr dazu in der Lage ist, das alles aufzunehmen. Und dann hast du das quasi, weißt du, gemischt. Gemischt ist auf jeden Fall eine Sache. Es soll ein Add-on sein. Ich habe auch hier einen sehr leckeren Tee heute in meiner Tasse. Damit kommt man... Der neue Lippen-Eis-Tee. Zur Schokolade. Nein, einen tatsächlichen, ganz normalen Rooibos-Tee. Das geht auch. Man sieht hier sogar noch die Spuren drin von meinem Tee. Ja, das ist ein echter Tee gewesen hier drin. Super, kannst du Teesatz lesen? Kannst du die Zukunft gucken? Oh ja, das ist das mal. Ich verbrenne immer die Teebeutel, guck mir die Asche an und dann weiß ich, wie es den Nachbarn geht. Mache ich immer. So. Apropos Zukunft, ich muss an der Stelle eine Idee einwerfen, hatte ich vergessen beim letzten Mal. Alex, hast du so eine in die Zukunft Schaukugel, so eine... So was, die haben nur Loser. Ja, genau, so eine Billardkugel, weißt du, wo man eine Frage stellt, haben nur Loser, alles klar. Die könnten wir auch benutzen. Kennt ihr diese Kugeln, wo man eine Frage einwirft und dann schüttelt man und dann kommt irgendwas raus? Das macht der Doktor. Ah ja, Doktor, diese Magic 8 Balls. Der Dr. Kelso macht das. Die brauchen wir schon, Dr. oder? Dr. Kelso nimmt dafür Teds Kopf. Klappt super. Genau. Richtig. So eine brauchen wir, finde ich, noch. Das ist für die Kompetenz einfach auch förderlich. Erstmal sagen, was die Kugel sagt. Und wir brauchen Würfel. Und ich brauche ein Tarotblatt. Ja, und Würfel. Ja, das und das könnten wir, Achtung, jetzt kommt's. Vom Merchen. Oh. Kompetente Antworten zum Schütteln von uns. Richtig. Ja, wir könnten mal mit dem Kartenspiel anfangen. Das, glaube ich, ist einfacher. Ich glaube auch, dass wir so Antworten. Ich sollte live auf schlau jede sein. Frage. Wollen wir das nicht auch machen? Wollen wir nicht so ein bisschen hier Astro bei uns einbauen? Oh. Ich wär sehr dafür. Ich Horoskope. Ich glaub, ja. Horoskope auf jeden Fall. Hier, Wassermänner, Scheißtag heute, bleibt daheim, auf jeden Fall. Ja, so, halt einfach gut auch. Ja, ich finde, das ist sehr gut. Wir sollten das machen. Und die Kugel und ein bisschen Alex schaut in die Zukunft. Ja. Er hat ja eh den Mentalist am Start. Ich bin mir da ja nicht so ganz sicher mit Alex. Ja, stellt uns Fragen über die Zukunft. Was wollt ihr wissen? Ich kann euch jegliche Frage beantworten. Ja. Ich werde dann hier in meine Glaskugel gucken und dann werde ich euch einfach die Fragen nach und nach beantworten. Das befürchte ich auch. Ihr müsst nämlich wissen, Kompetenz, das ist umfassend. Es geht nicht nur um eure Themen, die ihr habt oder die Themen, von denen ihr noch gar nicht wusstet, sondern auch wirklich,
was passiert eigentlich in der Zukunft? So. Wird sich die Nachbarin unsterblich in mich verlieben? Dinge, die wir lösen können. Ja. Das glaubt ihr jetzt nicht, aber jeder hat seine brotlose Kunst gelernt. Eben. Und davon habe ich viel, oh Gott, ja. sehr viel ja. brotlose Kunst ja, gelernt. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ich habe Motoren und Ausstattungsserien von Mercedes-Benz so von 92 bis 98 in meinem Kopf. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich mit denen irgendwann mal mache. Aber falls ich mal in einen Youngtimer-Gebrauchtwagenmarkt nochmal einsteige, kann ich möglicherweise beraten. Aber so. Immerhin. Also falls ihr auch dazu Fragen habt oder Probleme, ihr wollt euch einen Youngtimer kaufen, aber ihr wisst einfach nicht genau, was ist die beste Wahl, schreibt es uns. Thomas wird es beantworten. Ich kann das easy. Und ich gucke dann in die Glaskugel und finde raus, wann euch das Auto verreckt. So ist es. Und wann ihr im Lotto gewinnt, um euch das Auto leisten zu können. So. Haben wir noch zwei? Nee, Themen nicht mehr. Also das heben wir uns auf, gell? Mhm. Aber habt ihr noch Zeit für schnelle Fragen? Können ich habe noch eine kurz, schnelle Frage. Eine können wir noch mal los, machen. Los. Eine schnelle Frage. Und sie sind beide so großartig, ich muss mich entscheiden. Welche deiner Eigenschaften macht ein Zusammenleben mit dir schwierig? Meine OCDs. Es ist einfach schön, dass wir hier zusammensitzen, Thomas. Das sagt viel über uns aus. Ja? Bei mir ist die Frage, wo fängst du da an, wo hörst du da auf? Kenn ich. Ich wollte mal wieder sagen, wie schnell ich die schnelle Frage beantwortet habe. Ja, ich bin dafür ja. bekannt, glaube ich. Irgendwie. Hummeln im Arsch. Ich habe zu doll Hummeln im Arsch. Das ist bei mir so ein bisschen nervig, glaube ich. Ich kann nicht so lange einfach rumsitzen auf der Couch und so einfach so nix machen. Also das kann ich eigentlich eh gar nicht. So, dann da werde ich ganz schnell richtig unruhig und unleidig. So. Netflix da sitze und denke, es geht schon alles ein bisschen lange jetzt. Ja, das Thema, habe ich indirekt auch. So an manchen Tagen, wo sich Thomas fragt, warum steht die jetzt schon auf? Es ist unser freier Tag. Und ich denke, da muss ich noch Dinge tun. Weil, also Zusammenleben, es gibt viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Weiß ich, möchte aber nicht zu viel spoilern. Ich habe einen Putzwahn. Das ist, glaube ich, beim Zusammenleben schrecklich. Naja, muss, ich habe einen Ordnungs- und Putzwahn. Für jetzt so. Halt alle außer dir. Ja, jein. Ich glaube, das ist anstrengend. Weil da gibt es keine... Da müssen Dinge erledigt werden, bevor man ins Bett geht. Ich mache jetzt auch schon mit. Das schwappt auf alle anderen über. Ah ja? Du verteilst die Arbeit. Ja, okay, das ist scheiße. Ich versuch's zumindest. Oder der andere sitzt gemütlich, möchte ein schönes Käffchen trinken und ich saug unter den Füßen durch und räume das jetzt mal hier weg. Räume jetzt mal das Abendessen weg, wir haben noch keine Zeit. Und das ist auch Zukunftssaugen, weil es könnten dort mal Krümel hinkommen. Ja. Morgen könnten hier Krümel liegen. Ich saug schon mal, damit ich weiß, wie aktuell die sind. Ja, gut. Aber ist doch schön, dass wir es an der Stelle geklärt haben. Und, aber ich will die andere Frage eigentlich jetzt schon auch noch wissen. Ja, hast du Bock drauf? Weil du gesagt hast, die ist auch so gut. Ja, nächste Frage. Wir waren so schnell wieder. Hat sich irgendeine deiner Charaktereigenschaften fundamental verändert? Ja, aber das sind alles so Fragen, da müsstest du eigentlich das Umfeld fragen und nicht uns. Ich kenne mich gut genug. Aber das ist doch viel lustiger. Hier, aus mir sprechen ja. 20 Jahre Therapie, das ist kein Problem. Ja, überhaupt kein Ding. Ich bin ein ruhiger Fahrer geworden. Mm. Und jetzt nochmal in real? Du bist früher mit mir nicht gefahren. Das ist nicht wahr, wir kennen uns schon lange. Ja, okay, Moment mal, welche Zeitspanne meinst du jetzt? Okay, andersrum. Wenn Thomas denkt, dass das Level ist, dann hat er noch ein bisschen was vor sich. Ich bin auf einem sehr guten Weg. Okay, lass nochmal, was war nochmal die Frage? Welche Charaktereigenschaften haben sich bei dir fundamental verändert? Dazu kann ich sagen, dass ich mit 12, 13 beschlossen habe, was für ein Mensch ich bin und ich versuche hart daran zu arbeiten, das zu lassen. Und genau so lasse ich es. Und also es ist in Stein gemeißelt. Also würde ich sagen, keine. Alex? Ich fürchte, das ist auch so, ich glaube, das ist einfach jobbedingt und ich glaube, das ist bei mir halt ähnlich. Aber, also ich glaube, ich bin ein bisschen ruhiger geworden so und ich habe weniger die Angst, dass ich von heute auf morgen das alles rum ist und ich irgendwas anderes machen muss.
So, weißt du, was ich meine? So, du hast, wenn du anfängst zu zaubern oder wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen, ist ja egal mit was, dann hast du ja im Hinterkopf die ersten 15 Jahre immer, dass es irgendwie von heute auf morgen ja jetzt rum sein könnte, plötzlich Bankrott, Insolvenz und dann musst du irgendwie doch noch was Ordentliches machen. Und ich glaube, das hat jetzt die letzten 2 Tage doch ein bisschen nachgelassen. Das freut mich. Du bist auf dem richtigen Weg. Man sieht ja auch diese Gelassenheit jetzt an. Da ist einfach was weg. Dieses Getriebene ist aus deinem Blick. Das ist gut. Genau. Dafür hat er dann ja wieder Hummel im Arsch und dann fällt ihm wieder was anderes ein. Das ist richtig. Wir müssen uns jetzt auch langsam mal wieder überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Ich saß hier schon wieder echt lange rum jetzt, Freunde. Also echt, dieser Podcast, der geht aber auch lang, Mensch. So, jetzt muss ich aber auch hier was. Wir brauchen ein neues Projekt. Machen wir. Ja, es war jetzt, also Podcast, ich fand es auch schön, aber wir haben jetzt alles erreicht. Wir waren jetzt im Prinzip eigentlich enorm erfolgreich. Es reicht auch eigentlich mal wieder. Was machen wir denn als nächstes? Wir waren ganz Winterpause. Oben. Wir waren ganz eröffnen unten. Wir einen Freizeitpark? Freizeitpark? Nee, das Merch muss jetzt zuerst mal. Merch, damit haben wir genug Stress, Tränen, Schweiß, den wir da reinstecken müssen. Ja, wir lassen gerade wieder gut das Weihnachtsgeschäft ein bisschen auch flöten, wenn man sich's mal jetzt genau runterbricht. Ja, wie immer. Aber ich laufe da. Aber das haben wir unser gar nicht Merch nötig. Kommt im Januar. Ich laufe da antizyklisch. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ja, Saison, das machen ja alle. Das ist ja langweilig. Wir machen es ja anders. Ja. Deswegen sind wir auch so gut in dem, was wir tun. Ja. Gut, nee, ich würde sagen, besser wird das heute nicht mehr, oder? Was meint ihr? Nö, Mama sagt zu. Alles gesagt, alles geschafft. Ich habe den Mute-Knopf wieder nicht genau getroffen. Es war ein Fest. Es war einfach ein Fest. Ich glaube, alle starten glücklich Richtung Wochenende. Es sind nur noch 3 Tage und dementsprechend ist es ein Fest. Habt eine fantastische Zeit. Nächste Woche gleiche Zeit, gleicher Ort. Großartig. So sieht's aus, Freunde. Passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander und dann sehen und hören wir uns natürlich nächste Woche wieder. Denkt dran, Kommentar der heutigen Folge ist, Thomas, hast du eine Idee? Ruhiger Fahrer. Nein, das war ich nicht. Ruhiger Fahrer. Doch, bin ich ein ruhiger Fahrer. Ich bin ruhiger. Wir nehmen heute ruhiger Fahrer. Kommentar der heutigen Folge ist ruhiger Fahrer. Also schreibt jetzt ruhiger Fahrer in die Kommentare. Denkt dran, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Aktiviert die Glocke, obwohl ihr wisst, jeden Mittwoch 6 Uhr kommt natürlich hier das Video online. Und denkt dran, wir haben jetzt immer noch, glaube ich, 50%, die diesen Podcast anschauen, aber gar nicht abonniert haben. Was ist das denn? Kommt rein in die Familie, in die Podcast-Selbsthilfegruppe, in die beste Selbsthilfegruppe, in die kompetenteste Kompetenz aufs Ohr. Wir sehen uns nächste Woche genau wieder hier. Bis dahin, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Wieder auch tschüss an alle Zuhörer. Folgt uns überall. Tschüss. Macht's gut.